Ja, was ist das? Eine Schnur mit einem Eimer? Sonne, die da dran ein Babymond, ihre Mama, verloren hat, und das ist ihr Vater. Und Okay. das ist die ganzen Sonnenaufgang. Und das ist der Müllkanger. Gut, ja, guten Morgen, liebe Leute. Ich bin jetzt gerade alleine mit den Kiddies, weil Mutti ist einkaufen. Da habe ich so einen schönen übereifrigen Kommentar bekommen. Und der schreibt bei einem Video von mir, dass ich du drehst übrigens einfach in die falsche Richtung. Das ist die linke Seite, dort ist das Gewinde genau andersrum. Ergo im Uhrzeigersinn geht das Ding auf. Da kannst du lange das Gewinde festziehen, in der Hoffnung, es geht auf. Wow, das ist echt unprofessionell. Ja, der Schlafanzug-Man, der war wahrscheinlich noch ein bisschen zu lange im Bett gewesen oder so. Denn ansonsten wüsste er, dass die Seite eben nach vorne rum, also gegen den Uhrzeigersinn, aufgedreht wird. Das habe ich ihm geschrieben. Das ist immer so schwierig mit den Kommentaren. Da ist man manchmal vielleicht auch zu schnell. Da müsste auch, wie gesagt, die Leute ein bisschen nachdenken. Ja, bevor sie irgendwie sowas sagen. Das muss ja nicht sein. Ja. So ist ja totaler Quatsch. Ich meine, auch mir unterlaufen Fehler oder so. Dann stehe ich auch dazu, das ist alles gut und schön, aber wie gesagt, so eine voreiligen Kommentare sind halt nicht so schön. Ja, na gut. Das dazu zu den Kommentaren. Ansonsten finde ich das toll nach wie vor, dass ihr alle dabei seid, dass ihr euch mein Leben auch antut, sozusagen. Dass das euch interessiert, finde ich gut. Ja. Nachher jetzt wieder in den Laden. Da werde ich, was ich gestern vergessen habe, weil es war dann 2 Uhr morgens, als ich dann aufgehört habe mit allem Möglichen, was ich so zu tun hatte, habe ich vergessen, das zu bestellen. Dieses wunderschöne deformierte Teil. Jetzt gucke ich mal unten im Keller, ob ich noch sowas habe, weil das ist ja echt ein Standardteil. Ich glaube, sowas habe ich tatsächlich noch einmal da oder so. Und dann wollte ja auch noch jemanden Maße haben von einem Fahrradrahmen, den ich eingestellt hatte. Da habe ich gestern auch ganz verschwitzt. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Das schreibe ich mir auch gleich nochmal auf in mein Buch, weil ich vergesse echt alles. Ich vergesse alles. Es ist gar nicht böse gemeint, wenn ich dann irgendwann mal nicht darauf reagiere, quasi auf die Sachen, sondern ich vergesse es. Schlicht und ergreifend, ich vergesse es. Und dann wollte jetzt jemand noch, ich habe einen Sessel zu verschenken, diesen roten Sessel aus dem Keller, den wollte jetzt jemand auch noch abholen. Ob der kommt, keine Ahnung. Er wollte um 9 kommen, jetzt ist es kurz nach 9. Rausgestellt habe ich ihn schon. Ob der weggeht, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, wenn der da war, Mutti wieder da ist, dann nee, kurz runter in den Keller, werde die Maße von diesem Fahrradrahmen besorgen und die natürlich dann auch dem Herrn schicken, weil ich bin ja auch daran interessiert, dass der Keller Stück für Stück leerer wird. Wie gesagt, teilweise verschenke ich jetzt schon diese Deko, diese Großdeko. 2 Stühle habe ich gestern verschenkt. Den Sessel verschenke ich heute. Mal gucken, was ich morgen verschenke. Hoffentlich verschenke ich nicht zu viel, weil hat ja alles auch mal Geld gekostet. Und ja, gucken wir mal. Ne? Also, würde mal sagen, soweit die Introduktion für heute. Das ist der Plan für heute. Wir werden, das ist der Plan, so ist der Plan, wie ist der Plan, so ist der Plan. So, jetzt schreibe ich mir den auf, das ist ganz wichtig, tatsächlich total bekloppt, aber es ist ganz, ganz wichtig. Ach, und hier muss ich auch noch anrufen, siehst du, da steht ja schon was. Ganz genau nehme ich. Hier, Maße, Rahmen, ganz wichtig, wichtig, 2 Ausrufezeichen. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben. Wir sehen uns gleich im Laden wieder. Also bis gleich. Schrecklich! Was? Schreckliche Neuigkeiten. Peter Maffays Tochter heißt. Und plötzlich taucht Töchterchen Anouk auf. Nein! Ach, die war doch so klein noch, ne? Ein Jahr alt. Oh, ist das süß. Nein! Wie alt ist er? Er war doch schon, Hoffe. schon älter. 60. 69. Und? Drüber. 70, siehst du. Alter Mann. Anouk Frage bereitet sich auf 38. alle Fälle vor für die Arbeit. Sie hat schon die Fliegerkombi an. Gleich geht's los. Und Anouk ist besser, dass es so bequem ist. Naja, auf alle Fälle. Auf in den Kampf.
So, alles klar, fangen wir an. Du weißt eigentlich Bescheid, worum es geht und wie es funktioniert, weißt du auch jetzt, ne? Ich hoffe. Ja, das weißt du. Und ich habe zu tun, und zwar eigentlich hier mit dem, ich habe keine Lust gerade drauf, muss ich ja noch vorbereiten, ausspeichern, da war gestern die Zeit echt knapp. Muss ich heute machen. Aber als erstes mache ich heute dieses Pucki. Und zwar haben wir hier wieder Pucki, gleiche Probleme wie immer. Das Hinterrad hier hat keinen Antrieb. Okay, sah jetzt natürlich so aus, als würde es funktionieren, aber guck mal. Das meine ich. Ach so. Ja, nach hinten funktioniert, nach vorne nicht. Wir haben hier das gleiche Problem wieder bei allen, wie bei allen Rädern. Mit einer Velostil-Narbe. Die ewige Velostil, ranzige Fett-Velostil-Narbe. Ich weiß nicht, was die machen, die gibt wirklich gute Fette. Es gibt wirklich gute Fette. Die habe ich jetzt auch nicht hier. Tatsächlich habe ich auch eher Atlantik, ist zwar schon seit Ewigkeiten, ist eine einfache Marke. Aber es gibt sehr, sehr hochwertige Fette natürlich auch und Öle, die man verwenden kann. Harzfrei, ganz wichtig. Und dann hat man dieses Problem eben nicht mit dem Verharzen, weil wenn kein Harz drin ist, kann es nicht verharzen. Also das wäre mal eine sinnvolle Geschichte, wenn die, hier wurde auch schon mal der Bremsanker gar nicht festgeschraubt, wenn die bei Velostil in der Produktion schon auf diese Kleinigkeit achten, ein vernünftiges Fett reinzumachen, ja, oder vernünftig zu ölen, dann hast du dieses Problem nicht, weil es ist ein ewiger Aufwand, das auseinanderzubauen, die das machen. Machen wir, wir gucken uns das an. Das ist ja recht Neues. Auch wieder jemand, der über eBay Kleinanzeigen das Pucki gekauft hat und das jetzt zu Ostern verschenken wollte und dann gemerkt hat, kurz vorher, kurz vorm Verschenken, hoppala, das geht ja gar nicht, so kann ich es ja nicht verschenken. Du brauchst jetzt als erstes, du hast das alles montiert, ganz kurze Instruktion noch an Anouk wieder. Du brauchst jetzt als erstes einen Zug, der von hier, von der Bremse hier oben, du musst jetzt verkehrt rum, du gehst bei der Bremse los, zack. Wie lang der sein muss. Und dann nimmst du dir den Schneider. Ich kann ihn jetzt nicht nehmen. Doch, musst du ja können. Nimm dir den Schneider. Das kannst du jetzt loslassen hier, das andere nicht. Ja, und jetzt weißt du, du brauchst das in der Länge. Ich bin aber Rechtshänder. Dann musst du ein Stück weiter runter. Du musst jetzt ein Stück hoch hier. So. Okay. Und da musst du schneiden. So. Genau. Und los, schneide. Schneide! Ich krieg's. Schneide! Kann ich jetzt loslassen? Und jetzt, kräftig. Kräftig! Weiter, 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 weiter! Yay! Du schaffst es! Achtung, und jetzt guck mal hier. Guck mal, das ist verbogen. Da würde nie ein Draht durchkommen. Also, musst du noch ein bisschen lernen. Das kannst du jetzt nicht alleine machen. Setzt du das hier so schräg drauf. Dann knipst es so weg und einmal hier rüber noch. Passiert mir jedes Mal, mal jedes Mal. Begradige ich das noch so. Guck, und dann. Guck, erstmal zu, erstmal lernen. Nehme ich eine Nadel und mache einfach diese Hülle, die hier drin ist, so ein bisschen auf noch. Nicht, dass sich da was verklemmt. Wenn das passiert ist, brauche ich den Faden. Brauchst du zwei Hülsen, die hier. Und dann brauchst du den Zug. Hier. Egal wie lang. Nimm, der ist doch leider alle gleich. Du musst am Ende abschneiden, weißt du doch. Und heute machen wir mal Pucki. Heute bleibt er mal bei mir hier wieder mit der Kamera ein bisschen. Und ich zeig euch hier Pucki. Anu macht das jetzt relativ alleine. Eigenständig schon. Da wird nur noch hinterher kontrolliert ein bisschen. So, also Bremsankerstelle lösen. Pucki-Reparatur, Velostil, Narbe, Hinterradnarbe, manchmal greift sie, manchmal nicht, das übliche Problem. Bremsankerstelle lösen. Die Kommentare, die dazwischen fallen von Anouk, die muss man dann einfach, damit müsst ihr jetzt leben, das ist so. Das kann ich jetzt nicht rausschneiden. Nee, das ist alles gut. Kannst du. Das kommt jetzt. Wir sind ja jetzt einfach zu zweit hier und dann ist es halt so, dass jemand anders auch noch mit reinredet. Dann hier diese Schraube lösen. Ja.
Achsmutter lösen wir. Muss in jedem Fall ausgebaut werden dafür. Das kann man nicht so machen. Also man kann natürlich von außen versuchen, einfach WD-40 rein. Ne? Machen ja auch einige. Einfach spülen das Ding von außen irgendwie ewig mit WD-40 durch. Dann läuft es vielleicht für 5 Minuten. Ist dann aber auch kaputt. Nach kürzester Zeit fahren. Weil wie wir wissen, WD-40 ja auch zum Reinigen geeignet ist. Sprich, das ganze Öl wird, das ganze Fett in den Lagern wird komplett ausgewaschen, das was noch drin ist. Und dadurch laufen die Lager trocken. Wenn die Lager trocken laufen, werden sie heiß. Die haben halt keine Kühlung. Fett ist ja ein Kühlmittel auch oder zum Wärme ableiten gedacht. So, andere Seite. Und jetzt kommt das rein. Wenn du das richtig geübt hast und richtig kannst, machen wir ein Video auf deinem Kanal. Ja, und auf der anderen Seite auch. So, also jetzt löse ich erstmal das Hinterrad hier raus, nehme die Kette runter und dann habe ich das Hinterrad in der Hand. Andere Seite auch. 9 Minuten mit Unterbrechung sozusagen. Also lange dauert es nicht, ein Hinterrad auszubauen, dauert auch keine 9 Minuten. So, jetzt schaut er von da oben zu. Jetzt spanne ich das Hinterrad hier ein. Es wird ja eh gekontert hier. Normalerweise hat man hier ja auch diesen Schlüssel, zeige ich euch auch. Das ist ja dieses Fichtel-Sachs-Patent, da hat man diese Schlüssel, F&S, Fichtel-Sachs. Das ist ein Schlüssel, der auch für die Narbe wunderbar funktioniert, ja, oder auch geeignet ist eben gerade für die Narbe. Und dieser Vierkant hier ist nicht, um mit irgendwo an ein Werkzeugbrett zu hängen oder so, sondern der ist dazu da, damit man den Schlüssel hier damit die Narbe fixiert und mit dem zweiten Schlüssel im Grunde genommen hier oben den Konter löst. Der ist jetzt bei diesen modernen Narben als 17er. Mutter gearbeitet, bei diesen alten Narben Fichtel-Sachs ist es eben dieser Hakenschlüssel hier. Ja, also hat man diesen Haken und den setzt man dann, den zweiten Schlüssel als Hakenschlüssel setzt man dann hier an und dreht entweder fest oder eben in die andere Richtung hakt ein und dreht den locker. Hier sind es 17er, es ist ein 17er. Früher waren es 2 Hakenscheiben. Das ersetze ich jetzt durch den Schraubstock, weil ich einfach faul bin und das nicht die ganze Zeit in der Hand behalten möchte. Aufpassen, dass man nicht das Gewinde natürlich klemmt und nicht zu doll zuschrauben, weil es ist ja kein gutes Material mehr. Öffnen wir jetzt mit einem 17er Maulschlüssel diese wundervolle Narbe. Groben Sand und so kann man vorher vielleicht schon mal hier so ein bisschen wegputzen, damit er gar nicht erst in die Lager geht. So, ne? Gutes Mal. Hammer. 17er Mutter. Eine Unterlagscheibe. Die kenne ich nicht, die ist mir neu. Eine Verdrehscheibe. Bremsanker. Jetzt, Ecke. Okay, jetzt komme ich. Ach, bevor man die Abdeckung löst oder so, vielleicht noch mal den ganzen Sand abmachen, so ein bisschen. Weil alles, was jetzt hier oben drauf ist, fliegt doch gern in das Lager rein und kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Mit Auswaschen und Deckel. Und jetzt schraube ich entgegen dem Uhrzeigersinn den Bremskonus raus. Entgegen dem Uhrzeigersinn, ja. Zack. Lockern und entnehmen. Jetzt schauen wir uns das hier an. Ich nehme mir einen neuen Lappen, nicht den, wo Sand dran ist. Dafür sollte man immer 2 Lappen haben. Einen, mit dem man Felgen putzt und Ketten putzt und einen, mit dem man alle anderen Dinge macht, als saubere. Na, natürlich wird das dann getauscht irgendwann. Irgendwann kommt auch der alles andere Lappen, denn zu den Felgenputzlappen und der Felgenputzlappen kommt in den Müll. Dreifelderwirtschaft ist das quasi. Müll, Felgenputz, und Innenlebenlappen sozusagen. Innenleben wie Lager etc. So, den haben wir. Und der Konus hier sieht wirklich noch ganz gut aus. Ja, ist ein bisschen eingelaufen, klar, aber das ist also ganz wenig gefahren. Papa, ist das ist richtig hier, die Länge. Hä? Papa muss das hier noch fest. Jetzt wird das Lager geputzt, sauber gemacht.
Obwohl, wie gesagt, fettfrei ist es ja fast schon. Ne? Also da ist hier, wenn ich vom Putzen das bisschen hier abgeht, da ist nichts groß drin in dem Lager. Ich glaube, ich habe einen Fehler. Dann legen wir das beiseite und dann gucken wir uns den Fehler an. Nein, musst du nicht, weil das ist ja ein anderes System. Das ist doch eine andere Bremse jetzt. Das ist eben nicht die Bremse, die hier oben endet und wo du dann links und rechts, wo du denn den Zugast, der hier gerade runtergeht, sondern das ist die Bremse. Ich hatte keine Angst. Neues System. Deswegen brauchten wir auch ein anderes Stück Zug. Mhm. Und jetzt? Genau, jetzt wird das festgeschraubt und dann bist du ja eigentlich schon fast durch. So, dann heben wir das mal runter und gucken mal, warum, was ist da los? Guck mal, wie sauber und ordentlich das ist. Also da drin, wie gesagt, da war noch nichts. Da war kein vernünftiges Fett. Ich weiß nicht, was die von Hause aus da für ein Fett reinmachen. Da hier ist nichts drin. Nahezu fettfrei, die Lager. Hier merkt man Harz. Macht das schön sauber. Jetzt habt ihr die gleiche Pumpe nochmal. Sollte man mal ein bisschen Fett wieder aufmachen auf den. So ein Bremsmantelfett. Das ist so ein bisschen Bremsmantelfett, das einfach kann höhere Temperaturen ab. Deswegen heißt es Bremsmantelfett. Also es fängt nicht sofort an zu tropfen und zu schmieren bei ein bisschen Belastung. Und der Bremsmantel ist aber noch gut, kaum angebremst. Ganz wenig gebremst. Ah, ist auch noch eine mit Sprengring, wunderbar. Älteres Modell mit Sprengring. Also machen wir das jetzt richtig hier. Ja, ich schraube fest. Sauber. Man muss fest schrauben. Hier muss definitiv Fett rein, mehr Fett. Sprengring ab. Hammer. Runtergehoben. Verliert den bloß nicht. Wie gesagt, schön, dass es noch die Version ist. Vielleicht haben sie bei Pucki auch die Version genommen. Oder beziehungsweise bei Pucki sind ja so wenig Speichen drin. Vielleicht ist die Version von Vedostil, die so wenig Speichenlöcher hat. Vielleicht ist die generell so. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Da ist das Corpus Delicti. Das muss alles sauber. So, also, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5 Walzen, die gesäubert werden müssen und diesen Walzenhalter. Oh Mann, wie unsauber das hier arbeitet, das kriegt man ja in die Krise, ey. Das ist der am unsaubersten gearbeitete, dieser Walzenkäfig. Habe ich ja noch nie so wahrgenommen. Vielleicht liegt das sogar daran, dass die gar nicht abgerundet sind, die Flanken. Also es ist ja schon, das ist alte Zeug da drin, wie gesagt, das merkt man schon, es klebt, aber hier, das ist ja alles so. Oh, ist das furchtbar. Nee. Nicht für mich. Also möchte ich nochmal sagen, durchaus kann es sein, dass es daran liegt, dass hier ist überall Grat dran und Guss, irgendwelche Gussreste und scharfkantig, wenn das so ein bisschen abgerundet wäre, entgratet wäre, bilde ich mir ein oder möchte ich behaupten, dass es definitiv besser läuft als so. Teilweise richtig schartig und ausgebrochen, dabei ist das Ding nie benutzt. Hier, wenn ich hier mit dem Tuch rübergehe, hier, das ist völlig grad und alles so grind und grump. Ne, das hat mit Mechanik nichts zu tun. Das ist ja einfach nur gegossen und hingerotzt. Naja, das ist echt furchtbar billig Produkt. Jetzt mache ich die verklebte Lager sauber. Jetzt muss man das hier sauber waschen, aber sauber putzen. Da ist ja ganz Grimm drin, also besonders dicht ist das nicht. Nehmen wir zuerst mal den Dreckslappen. Ich jammer nicht. Okay, sauber.
Jetzt bauen wir einen wieder zusammen. Dann mache ich mal die Fettspritze. Okay. Das haben wir gefettet. So, jetzt kommt der untere Lagerring hier. Hier mache ich großzügig Fett rein, weil das auch die Narbe ist, ja auch eine Abdeckung. Soll ja auch von außen sozusagen vor Fett geschützt sein. Lieber drückt das Fett ein bisschen raus, als dass der Dreck reindrückt. Okay, Lager. Und ich helfe mal Luke. Schaffst du? Nö. Warum nicht? Okay, so. Ach, das lassen wir so. Das ist schon in Ordnung. Jetzt kommt ein Tröpfchen Öl. Diesmal mache ich es vorher. Tropfen Leichtlauföl. Da, 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 da. Pucki! Über Pucki und die Velociraptor-Namen. Schon wieder eine ewige Velociraptor-Namen. Ach, wieder mal die Narbe? Naja. Ach, wie unerwartet. Ja, selten gefahren. Ja, na, das Pucki, was ich letztens hatte. Hm. Und mal hat er funktioniert und mal war halt nach hinten Freilauf. Ah, okay. Ja, das ist schon wieder eine andere Sache. Bei Erik wieder sagt vorne Freilauf. Ja. So, einmal drauf. Mhm. Alles sauber. Das ist, wie gesagt, aber die Version mit Sprengring. Na. Ah. Das ist eigentlich noch die gute. Also, da hat man noch Glück. Man kann noch mit Arbeitende zerlegen. Noch nicht diese komische, gequetschte, diese gepresste Version. Ja, das ist die ich hatte. Welche? Die gequetschte. Gepresste. Ja, dann hast du Glück gehabt, dass es das war, weil da kommst du ja ran. Ja. Und an das andere kommt man ja auch ran, aber man kriegt es nicht wieder vernünftig zusammen eigentlich. Das ist das Ärgerliche. Eigentlich, auseinanderbauen kann man es, zusammenbauen kann man es nicht so gut. Da brauchst du so ein spezielles, wahrscheinlich wie so ein Presswerkzeug von beiden Seiten, ah, was das wieder so aufspreizt und trotzdem genug Platz für die Narbe lässt. Ja, im Grunde genommen wartet schon. Kommt hier ein bisschen minimal Fett drin. Na, ging ganz schnell. Sehr gut. Ich wusste ja nicht, dass es von Engelgard Strauß auch Kinderklamotten gibt. Ja, gibt es. Das ist total witzig. Ja, in der Tat. Und drin. Na, Luki, super, wieder was gelernt. Und wie fährt das? Gut. Wie ein Fahrrad. Fährt besser? Ja. Das kann man auch wieder eine Radtour mitmachen, ja? Was soll ich denn mit der Kette machen, Papa? Fetten. Was? Weil die ist. Die fühlt sich ziemlich trocken an. Damit. Hört sich zumindest so an. Genau, perfekt. Perfekt. So. Sitzt auch. Passt. Wackelt. Hat keine Luft. Oh, passt, wackelt nicht. Und hier, ey, wieder der ganze Dreck drin. Ja, na klar, wie immer. Ja, deswegen heißt das Ding ja auch Staubkappe. Staubsammelkappe heißt das aber nicht. Müsste eigentlich den Staub abhalten, aber dadurch, dass so wenig Fett drin ist,
sammelt es halt tatsächlich den Staub. Das liegt schlecht vorne. Ich muss ja erstmal mal das zu Ende. Ja, genau, irgendwo liegt die ins. So, jetzt mache ich ordentlich Fett drin, damit das einfach eher nach außen drückt, das Fett, als der direkt nach innen. Gleiches System. Ist auch nach relativ kurzer Zeit ausgewaschen, aber erstmal ist das gut. Erstmal ist das besser als ohne. Ja. Bremsanker. Das Verdrehscheibchen, die Unterlegscheibe, warum auch immer, die da ist. Und einfach alles wegwerfen. Das ist wie Otto. Das Ganze kippen wir unter gleichmäßigen Rühren in den Ausguss. Schön. Dann kannst du das Rad jetzt wieder umdrehen. Oder mal soll ich das machen? So, und hier haben wir auch geschafft, auf alle Fälle. Ich bin total stolz. Ich habe das Video beendet. Fantastisch. Und das nach nur einer Stunde. Geschätzt. Ja, und genau eine Stunde. Das ist Wahnsinn. Zack. Jetzt bauen wir das Ganze wieder ein. Und hier, es läuft. Auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Aber es läuft wieder. Aber es läuft. Eigentlich ist es total sauber, aber irgendwo hast du trotzdem noch Dreck und Müll und Gumpf. Und ich baue jetzt schnell das Teil hier rein. Hast du eine neue Kamera geholt? Nö. Die sieht aber anders aus. Das ist das Gehäuse drumherum. Ach so. Ist aber auch alt. Ich habe einfach nur ein stabileres Gehäuse genommen, weil das andere so geknackt hat in den Aufnahmen. Ach so. Das andere hat die Vibration immer übertragen, wenn man das Ding in der Hand hat. Das hat immer so. Das hätte ich anhalten müssen. Ja, da ist noch ein Kottmussadam. Anhalten nicht, ja nicht. Ja, niemals. Stopp mal da. Also wir haben alles verliert. So, Kette ist schon drauf. Und Rad ist drin. Mutter liegen hinter dir. Mutter liegen hinter mir, genau. Die Sicherung ist Mutti. Unterlagscheibe, Mutter. Handfest anziehen. Da kann man ja fast loslassen. Kommt drauf an, wie handfest für einen handfest ist. Bremsankerschelle wieder festschrauben. Erstmal vorfixieren und danach nicht vergessen festzuschrauben. Dann die Achsmuttern richtig befestigen. Mahlzeit. Was ist mit denn zu essen? Der Schraubstock ist frei. Dann schraube ich noch fest mit meinem Extra-Plus von noch einer halben Stunde. Der Roger ist ja jetzt ungeduldig. Irgendwie Stress geht ja nun mal gar nicht. In der Zeit hier. So, und was haben wir hier? Zack, 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 zack. Es funktioniert. Ja. Ja, manchmal ist das so. Was sind das hier? 32 ist zu groß. 39, aber. Und schon sind wir fertig. Haben wir natürlich noch vergessen, hier den, ne? Den reinzudrehen. Das ist, wenn man dann so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, naja, von der einen Seite einer zulabert und von der anderen, dann ist das so. Ja. Keine Rastung. Das Wort. Wackelt nicht mehr, alle tut. Perfekt, super. Oder? Noch eine Probefahrt mit Hochtragen? Nö. Nö. Probier doch mal, wisst doch jetzt, wie es geht im Grunde genommen.
Katastrophe. Fahrradsalon. Ich hab Kinder zu Hause. Oh Mann, voll überzogen in der Zeit. Oh mein Gott, ey, was war hier los? Noch ein geiler GT am Start mit Chris King Steuersatz, den man irgendwie retten musste, weil er wollte so einen 8 Euro Steuersatz drin haben. Vom Point, das geht nun mal gar nicht. Das ist so ein geiles Rad, ey. Lass das so, bauen wir wieder ein. Machen das passend und dann ist das gut. Haben wir gemacht. Fährt, ist geil. Er freut sich und das war's. Und jetzt baue ich endlich meine Räder hier zusammen. Corona hin, Corona her, wir hatten eine geile Zeit, oh yeah. Und mein Sohn war mich auch mal besuchen. Ja, man soll ja die Alten nicht besuchen eigentlich. Aber mein Sohn, ich habe mich sehr gefreut. An dem guten Mann werde ich jetzt mal schreiben, dass ich das Rad auseinandergenommen habe. Dass ich nichts habe. Geil. Aber ihm Lager bestellt habe. Dass mein Sohn kurz da war. Doch, das war schon toll. Mal ist es schon ganz depressiv, dass ich so lange hier bin, weil es ist jetzt wirklich schon spät. Ich bin jung und brauche das Geld. Tja, toll. Mann, ey, also wirklich. Ah, diese Scheibenkleister. Das ist echt so. Das ist echt jedes Mal. Es ist immer das Gleiche. Und das Schärfste ist ja, man sagt es den Leuten, ja, ich kann versuchen, das zurückzubiegen, aber. Es wird brechen. Und was passiert? Es bricht. Ist ja normal. Ist ein Aluguss. Es muss einfach brechen. Kann gar nicht anders. Das Gesetz will es nicht. Ja, es bricht halt. Es bricht auseinander und das war's. Müll. Next. Ja. Was ist denn? Ja, der sieht ja mal an zu bieten vielleicht, Tommy. Was denn? Schau mal. Warte, warte. Na ja, schau mal doch lieber. Oder warte, ich sehe doch nicht. Gleich da. Oh Gott, was ist das denn? Warte, Luke. Oh, so ein Ei. So, was denn, was? Achso, ja. Was Performance hier? Also, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, ich höre. Bam, 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 bam. Modell 2. Um Gottes Willen. Von Braun. Ja. Design pur. Ja, orange Serie jetzt vorbei, das will keiner mehr. Keiner mehr. Warte ab, warte ab. Ja, alles klar, ja, du lässt mich warm laufen. Verstehst du? Stufe 1, Stufe 2. So, also. Und eine geile Designerhandtasche. Richtig. Die ist auch noch da. Und dann Achtung, Achtung. Ja, ja. Ich kann jetzt schon kaum noch, ich muss gleich einpullern. Vor Aufregung. Bam, 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 bam. Was ist das denn? Alle Spiele der WM 94 von Deutschland Weltmeister wurde. Alle Spiele auf 120 Meter? Ja.
Aber nicht alle Jans. Waren aber Kurzspiele. Die Tore. Holland gegen den. Holland Tor, das Tor, das Tor. Ah, Gott, was soll ich denn mit so einem Schrott? Weiß ich nicht. Dann kriegt kein Mensch Verkauf. Natürlich. Nee. Wenn der Dings offen hätte, der Fotoladen, hätte ich da schon verkauft. Ja, ja. Das ist so. Im Internet steht selten drin und das hier ist ja nicht drin. Ich schreibe auch immer selten mit dazu. Das ist einfach, damit Leute wie du dann sagen können, im Internet steht selten. Ein Dover, der Tommy. Was soll ich denn so, machen? Achtung. Ah, ja. Aber was ist denn jetzt los? Hast du alles von dem Schrott da? Nein. Ist ja furchtbar. Da wollte ich da nicht hinfahren. Da wollte ich nur die Kiste holen. Ja, eine Kartoffelquetsche und was weiß ich was alles. Oder Knoblauch oder weiß ich was. Kartoffel, ja stimmt, Kartoffel kann auch sein, oder? Ja, ist nicht so. Warte, jetzt kommt die Perlen. Jetzt kommen die Perlen. Ich werd gleich die kaputt. Jetzt kommen die Perlen, Alter. Die Perlen, ey. Perle der Uckermark. Was ist der drauf? Deutsche Reichsbahn. Mitropa. Stempelt. Mitropa-Geschirr. Lass nicht fallen. Oh, nein. Art Deco. Super, kein Kratzer, kein Scheiß, irgendwie kein Abplatzer, kein nichts. Wie? Gerade alles super. Tippi Palopi Tokodi. Palomo Toppi. Titti Palomo Toppi. Zum Beispiel. Deutsche Reichsbahn, du bist auch so ein Deutsche Reichsbahn, Alter. Naja, DR? Ja, deutsche Reichsgesellschaft wahrscheinlich. Ja. So, dann kick mal hier. Das Highlight an der Tasche ist natürlich. Scheiße, jetzt kommt die Tasche. Das Highlight an der Tasche ist natürlich die Beleuchtung. Wo hast du denn? Ja. Das ist auch meine Eigenkreation. Ja, sehr. Damit man sieht, dass sie durchsichtig ist. Du bist echt ein Kaputter, ey. 120 Euro die Scheißtasche. Nein. 120 Euro. Wie, bist du jetzt eingeloggt oder was? Nee, ja. Wie 120 Euro? Habe ich kicken lassen im Internet hier vom Kumpel. 120 Euro das Ding. Never ever. Tja, da ist eine Rollerin, die kam, ah ja, und so, ja, ich kenne 100 Euro. Ich sage, nee, 120 Euro. Ich sage, willst du kaufen? Ja, wollte sie nicht. Das ist ja zu groß. Ja, shoppen ist ja nicht mehr. War ja so eine Kleine. Na, jetzt nicht, aber später. Was ist das hier jetzt mit dran oder was? Das ist das Original. Dazu. Das ist Original mit dran, ja. Oh. Und so ein Haken, aber die Lichter sind nicht original, das sind meine Lichter. Ja, deine Lichter. Haken an der Sache. Nicht zerkratzen, als würde er hier mit dem Salon spazieren marschieren. Du, ein Kratzer macht es nicht besser, oder? Ja, aber ich wollte es ja nur anhängen. Entertainment nennt man mit. Ja. Und so machen wir ein bisschen lustig hier und viel mehr. So, was wäre jetzt noch hier? Alter, was soll ich denn nehmen davon? Der gute Braun. Nee, achso, hier die Kanne. Achso, die gute Kanne. Susanne Kanne. Die gute Kanne. Was jetzt alles mehr gibt's nicht? Leider nicht. Weißt du, Milchkännchen, Zuckerdöschen, dann wär's gut. Ja. Hau ab mit dem Ding! Das ist Überlegung wert! Ja, schmeiß den Müll, nicht bei mir bitte! Okay, so. Also. Aber Angie nicht mehr offen oder was kannst du nicht? Demo, du sagst nicht. Das, hier? Das ist ein Haarföhn. Was soll ich denn damit? Also, Mann, der ist geil! Im Internet verkaufen oder Requisite? Im Internet. 17 Jahre Filme. Also Requisite, klar, hab ich da einen Föhn, geil, brauchen wir. Ja, 50 Euro. Ja, bestimmt so, ja. Quatsch. Da hängen noch Haare mit dran. Nein. Du verkaufst mir Genmaterial. Ist das in Corona-Zeiten überhaupt zulässig, dass du hier mir Hygieneartikel verkaufst? Immer? Ja. Das rechtfertigt ja dann nicht den Preis. Kannst du ja vergessen. Der Preis ist sowieso ist doch Märchen, ist doch alles, ist doch Illusion. Was rechtfertigt einen Preis für irgendeine Tasche für die Scheiße oder irgendwas oder für den Kack? Was irgendwie bezahlt werden muss, ist Essen, Trinken, saubere Luft und das ist alles eigentlich. Ja. Oder vielleicht auch noch ein Holzspielzeug oder aufsetzt und so machst. Auto macht Welt kaputt, wo du drin lebst. Scheiße, Kind hier macht sowas. Wie ist ja sein? Dann musst du auf den nächsten Flohmarkt warten. Ja, das ist das Problem, Alter. Ja, das ist echt problematisch.
haben viel zu lange gequatscht. Also macht es gut, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, sagte Tommy.